Hallo und herzlich willkommen zu Part 45 von Blast Unleashed. Ja, das mit dem Kochen, ihr seht es ja unten, habe ich ein bisschen durchgezogen. Ist mir jetzt auch zu doof, am letzten Open-Beta-Tag das jetzt auf 10 hochzuziehen und euch zu beweisen, dass das geht. Natürlich funktioniert das, das ist relativ safe, dass das so ist. Dauert nur ewig, ist auch klar, aber ich denke mal, auf Stufe 8 oder 9 kann man mit diesem Trick, so will ich es mal nennen, das Kochen schon ganz gut bringen. Danach sollte man halt schon gucken, vielleicht, dass man auch die Sachen herstellt, die man dann auch tatsächlich braucht, aber man kann es so oder so machen. Man hat dann eben den entsprechenden Level schon. Und dann werden halt diese Sachen hier interessant, zum Beispiel Cooking. Dann kann man dann Sachen herstellen, die man dann hier über Share Food kann man das dann auswählen, Meal List. Und dann kann man dann halt eben das kochen, wenn man die entsprechenden Zutaten hat. Und oder das hergestellt hat und dann die entsprechenden Sachen dann halt im Inventar hat. Ja, und da kann man zum Beispiel folgende Sachen als Buff-Food für die Leute dann halt bereitstellen. Hier zum Beispiel 160 Defensive, ein schnelleres Minen ist hier möglich. Höherer kritische Hit-Damage ist möglich. Das ist zum Beispiel, finde ich jetzt nicht so schlecht. Hier HP-Respawn, das ist Quatsch. Hier nochmal Defensive, ja, das sind jetzt die schwächeren Tränke. Hier zum Beispiel hat man dann 3% kritische Hitrate für jeden. Sollte man auch nicht unterschätzen, gibt es später aber auch besseres, 10% Schaden. Hier 1% maximale HP alle 5 Sekunden, ist auch nicht so schlecht. Gibt es bestimmt später auch besseres und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt mal gerade in die noch nicht freigeschaltete Liste. Und da seht ihr zum Beispiel auch, da gibt es auch richtig coole Sachen hier. 350 maximale HP, irgendwelche Attack Power, die man hochsetzen kann. Nochmal XP, HP, ich gehe mal jetzt auf die blauen Sachen direkt. Ja, 450 maximale HP ist nicht schlecht. Kritischer Hit Damage 20%, das ist nicht zu verachten. 70 Attack Power, 7% kritische Hit Chance. Reputationsgain, wenn man das hier zum Beispiel reinschmeißt und dann die Quests abgibt und so Sachen. Kann man dann machen. Hier Attack Power 120%, 120, 250 Defense, 2% maximaler HP alle 2 Sekunden ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir da noch? Ja, ich gieße jetzt mal so durch, ihr könnt euch selbst gucken. 9% kritische Hitrate, das finde ich halt super stark. Das sollte man, also das Ding hier ist nicht schlecht, wenn man das jedem reinschmeißt und die, was weiß ich, die Leute eh schon mit 10-20% da rumlaufen und dann hat man halt eben nochmal 9% mehr, das sollte man nicht unterschätzen. Später im Spiel wird es wahrscheinlich auch so sein, dass es dann nochmal geileren Buff-Food gibt, der dann 12-15% oder sowas bereitstellt und dass das dann voll die epischen Drops sind und so. Das hier sind ja alles nur die blauen Rezepte. Muss man mal gucken, wie es dann später im Spiel ist. Aber so kann man das dann machen. Und das finde ich definitiv nicht schlecht. Also das haut schon ordentlich rein. So, hier soll man mit irgendwelchen Soldaten immer noch quatschen. Ich habe die doch. Also ich kann die gar nicht anquatschen. Was war da das Problem? Weiß ich jetzt nicht. Soldaten, wo seid ihr? Hilfe, Soldaten. Wo sind denn da Soldaten? Wollen die mich jetzt echt verarschen? So, was haben wir hier? Speak with the soldiers. Ja, Soldaten. Hier ist ein Nevara Guard, hier ist ein Nevara Guard, aber die sind alle nicht ansprechbar. Die sind alle taubstumm. So, was mit denen hier? Das sieht doch schon mal besser aus, oder? So, hast du mir was zu erzählen? Nö, der will nur was versuchen. Und was ist mit dir hier? Der wartet auf irgendeine Order. Das könnte es doch gewesen sein. Nein! Oh, mit wem muss ich denn da quatschen? Sind die in der Stadt oder was, die Leute, mit denen ich quatschen muss? Oder gibt es da hinten wieder welche? Also die Guards hier, die können ja nicht reden. Was ist mit denen hier? Könnt ihr reden? Oh, Soldaten. Und, da ist sie doch. Die Vierer-Quest. So. Wunderschön, traumhaft. Jo, wir sind alle froh und kaum tot und so weiter und so fort. Aber das ist auf jeden Fall sehr cool, auch in den Dungeons. Das hat mir Shadow schon weitergegeben. Wird das eigentlich gut genutzt? Da sind immer alle paar Stellen, ist da so ein Feuer, wo man das dann auch nutzen kann mit dem Buff-Food. Und das dann schon ganz cool gelöst, wenn dann die Leute da 9% kritische Hitchancen und sowas kochen. Ich weiß nicht, wenn dann jemand Neues was kocht, ob das das Alte ablöst, sehr wahrscheinlich. Oder ob wirklich alle Leute was kochen könnten, dann könnte man natürlich kritische Hitchancen, die Restore von der Heilung, also könnte man Heilung buffen, kritische Hit-Schaden könnte man buffen. Das wäre natürlich schon richtig krass, wenn das so wäre. Müssen wir mal gucken, vielleicht ist es ja so, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht ausschließen. Kann sein, dass jeder das dann Buff-Food machen kann und
Man geht das dann halt dementsprechend dann umsetzen. So, was haben wir hier? Obtained, zwei, jo, das machen wir auf jeden Fall mal. Tracken mal das, die Quest. So, und gehen dorthin. Hat er die jetzt getrackt? Ja oder nein? Ist die andere Frage. So, dort sollen wir jetzt diese Lionhead-Geschichte da abschließen, nehme ich an. Ja, Lionhead Legacy ist irgendwie hier. Und da soll ich irgendwelche Fragmente noch nehmen. Echt? Ist das hier? Ja, tatsächlich bei der Harpie, oder was? Ist das nicht die Harpienkönigin da hinten? Sieht nur schwer danach aus, oder? Die chillt da ganz böse rum. So, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich wirklich die Harpien? Fallen Horse. Muss ich da hin? Nö. Aber die Harpienkönigin will mich jetzt umkloppen. Oh nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Muss ich die echt töten für das Fragment? Da sind, glaube ich, andere Spieler, oder? Da hat gerade jemand draufgeballert. Ja, da ist mal jemand Stufe 11. Egal, komm, dann mache ich mal kurz mit. Vielleicht müssen wir es ja tatsächlich machen. Normalerweise müssten wir jetzt nochmal. Gut, mehr Schaden machen wir nicht wirklich. Weil wir natürlich das Problem haben, dass jetzt unsere Waffe leicht gedowngradet wurde beim letzten Mal. So, jetzt ballert sie da immer ihre Schüsse da raus. Gut, Heiltränke hätte ich ja jetzt dabei. Wir haben ein bisschen mehr Defensive und auch ein bisschen mehr HP. Stimmt, ein bisschen mehr Attack habe ich auch durch den Level-Up. Aber das wird mich nicht retten, nehme ich an. Was denn jetzt? Hallo? Ja, bleib mal ganz locker, du doofer Vogel. So eine Lebensraub-Geschichte, das wäre später auch mal richtig geil. So eine Lebensraubfähigkeit. So, schreibst du mal irgendjemand in den Chat, dass wir hier uns der Harpien-Queen gestellt haben. So, ich hau mal weiter rein und hau da gut Schaden eigentlich rein. Aber krieg natürlich auch gut auf den Sack. Heil mich mal einmal. So viel Heilung ist das jetzt auch wieder nicht. So. Zum wievielten Mal machen wir die Harpien-Queen? Ich kann so langsam nicht mehr. So, kommt, wir brauchen noch Mitspieler. Da hat am letzten Tag keiner mehr Bock drauf. Gra, gra. Okay, dann gra du mal. Oh nö. Ach so, och, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich war so irritiert mit den Hunden da schon wieder. Die haben mich schon wieder so genervt. Kann mich helfen? Ah, Level 19er. Sehr schön, da helfen wir mal kurz mit. Schön ausgewichen eigentlich. So, ihr blöden Hunde. So, oder auch nicht. Machen wir doch nichts. Oh, warum musst du mich immer durch die Gegend schubsen? Nerv mich jetzt mal nicht rum, Alter. Eine doofe Harpien-Geschichte da. Ja, ist bestimmt bei der. Dass man dann hier so ein Teil bekommt. Sehr wahrscheinlich. Und da ist jemand down. Traumhaft. Aber wird aufgehoben, wenn ich das richtig sehe. So, 87. Ja, Judgment ist drauf. Sehr schön. Jetzt heilen wir uns an ihr hoch, oder? War doch so, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder auch nicht. Oder Judgment war jetzt von ihr runter. Kann auch sein. Dass es eben drauf war und jetzt nicht mehr. Das ist auch möglich. Stimmt, wenn ich so meine HP angucke. Ich glaube, ich war geringer von den HP her. Was hat mir jetzt Schaden zugefügt? Ist die andere Frage. Keiner weiß es. So, wir sind schon ein paar Helden hier am Start. Jetzt macht sie ihren Flächenangriff und haut uns alle um. Ja, so ähnlich. Ich heile mich mal gerade wieder. Oh, die nervt doch wirklich rum. Mit ihrem Rumgestoße da. Ah, meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Warum nuckt meine Nase so oft? Ich habe nur 37%. Das ist sehr, sehr uncool. 37% HP. Aber Gott sei Dank halten wir einfach mal so ein, zwei Schüsse oder Schläge von der auch aus. Habe ich jetzt auch Schaden bekommen? Ne, da stößt sie mich nur weg. Aber wir sind zu doof, einen richtigen Button zum richtigen Moment zu drücken und kriegen dann Schaden. Traumhaft. Ach, macht das Spaß. So, 76%, das sieht gar nicht so gut aus für uns. Ich müsste auch mal meine Spezialfähigkeiten nutzen, um zu gucken, ob ich die irgendwie stunnen kann. Ich glaube es aber nicht. Ja, super. Super genutzt. Jetzt kommen die ganzen kleinen Viecher mal wieder. Was ist dann? Kann da nicht noch ein, zwei große Leute dabei kommen, die dann hier alles wegballern? Was ist dann? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, ich hab... Oh Gott. Ich habe keine Pfeile, ich habe gar nichts, ich habe keine HP, nichts mehr. Da hauen wir mal unseren Spreadschuss hier rein. Bam, spready spread. Und dann wird auch die Harpie ein bisschen sauer. Skill ist Cooldown-Dingens. Ja, machen wir. Eigentlich ein cooler Bosskampf. Da merkt man es auch direkt, wenn, sage ich mal, so die Level, das ist jetzt Level 16, ich bin 17, also man ist leicht drüber. Machen die Bosskämpfer auch wieder ein bisschen Bock. Wenn man dann jetzt das Equip noch dementsprechend ein bisschen anpassen würde, dann wird die mir nicht so viel Damage drücken.
Und dann ist das eigentlich schon ganz gut machbar. Machbar. Kann da jemand mal Judgment draufsetzen oder ähnliches? Irgendwas, was mich ein bisschen heilt? Wäre geil. So, jetzt aufpassen, was wir drücken müssen. B. Oh, wie gut, oder? Traumhaft. So, 62% ist sie, die gute. Hat die da jemanden umgelegt? Nö. Kriegen wir eigentlich heute... Ja, wir müssen eigentlich wieder so eine Schatztruhe auch bekommen von ihr. Und vielleicht ist es auch wirklich die Quest, die wir hier abschließen sollen. Da steht ja nur, wir sollen das Fragment finden. 2 und 3. Einmal ist es wahrscheinlich... was ist mit der jetzt? Was? Alles klar. Den Move kannte ich noch nicht. Ich dachte jetzt eigentlich, die wäre ein bisschen angeschlagen. Habe ich eher vermutet. Und nicht, dass die dann da auf uns zugeht und da Damage fährt ohne Ende. Ah, da ist ein 30er dabei. Sehr schön. Guten Tag, 30er. 30er Mädchen. Sehr schönes Mädchen. Hübsch. Traumhaft. Oh nö, komm jetzt. Sind wir geblendet. So, sehr schön Mädchen. Jetzt regel mal ein bisschen. Gut, ist ein Nahkämpfer, ne? Die können oft nicht so regeln. Da ist noch einer down. Level 9er. Sollen wir mal aufheben? Sollen wir mal nett sein? Ich kann schon wieder nicht schießen. Achso, ich habe keine Pfeile. Alles klar. Ja, aber ich glaube, das Ding hat da auch nicht mehr so viele... jetzt macht sie da ihren Angriff da wieder, ihren Sturmangriff. Das muss man wissen, wenn sie da auf den Boden geht, dass sie dann eigentlich gefährlich ist. Das wusste ich nicht. Ich dachte, oh cool, die ist am Boden, jetzt können wir da Gas geben. Judgment ist drauf, oder was? Weg? Was jetzt? Die kann porten. Sehr schön. Oh, aua. Jetzt fliegt sie da rum, weil irgendjemand Aggro hat. Das ist dann immer ein bisschen nervig. So, ist da Judgment noch drauf? Sieht nicht so aus. So, jetzt haben wir es aber mal ein bisschen da stehen. Für Nahkämpfer ist die natürlich auch richtig nervig. Ich wollte eigentlich nachladen. Danke, Spiel. Nachladen und heilen. Und da hauen wir mal unseren Spreadschuss rein. In der Hoffnung, dass ich... Oh, ich bin zu weit weg. Mann, bin ich scheiße. Judgment. So, nachladen. Irgendwo hier fliegt sie rum. Irgendwo hier. Wo fliegt sie denn rum? Ist eigentlich in meinem Sichtfeld. Ah, okay, da ist sie ja. Ich habe oben auf die Minimap geguckt. War kurz unsichtbar. Oder zu weit oben, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht genau mitbekommen. So, und jetzt können wir da mal reinhalten. Sehr schöner sehr schöne Schadensphase. Vielleicht kriegen wir unseren aufgeladenen Schuss mal rein. Den knall ich jetzt mal so rein. Nicht ganz aufgeladen, aber halt... zu dem Moment, wo er noch ganz gut passt, bevor er so abhaut, so auf die Tour. So, ich heim mich mal kurz an der Pflanze. Schnupper, schnupper. Oh, das war gut. Weiter geht's. Gott sei Dank kamen da jetzt noch welche dabei. Ich hätte gerade gar keinen Bock drauf gehabt, da mir... Ja, seht, dass die Server sind jetzt schon ein bisschen angeschlagen. Da gibt es schon viele solche Alex. Alles klar. Vielleicht ist es auch meine Internetverbindung, ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann nichts genau ausschließen, es stört mich jetzt nicht so massiv. Darf nachher aber in der Release-Version dann halt so nicht mehr vorkommen. So ungefähr war mein Drachenkampf dann auch gestern. Da habe ich da einfach nur noch in den Drachen irgendwie reingehalten. Meistens konnte ich ihn nur noch mit diesem Schuss hier treffen, den ich jetzt nicht auswählen kann. Und ich habe auch nicht nachgeladen. Ah doch, jetzt könnte ich nachladen, sehr schön. So mit diesen Pfeilen von oben, das ist eigentlich schon nicht schlecht. Treffe ich immer automatisch aufs Monster oder ist es tatsächlich dort, wo ich hinziele? Die Frage ist beantwortet, habe ich so das Gefühl. Irgendwie stelle ich mich gerade auch super dämlich an. Ey, Wahnsinn. Aber ich bin auch ein bisschen krank, also... Ich habe noch eine Ausrede. Judgment. Ich weiß nicht, ob man dann Heilung... Doch, man bekommt Heilung. Ich habe es gerade gesehen. 1% oder sowas habe ich jetzt bekommen. Gut, ist nicht die Welt. Jetzt müsste eigentlich gleich runterkommen. Ist es das da oben? Was macht denn die da oben? Hallo? Ach, das Anvisieren manchmal auch. So, jetzt aber. So, genau, machen wir einen Angriff und jetzt kriegst du mal einen Pfeil. Hier so einen kleinen Hagelschaden. Das müsste eigentlich auch gut Damage geben. Oder alles, was hier durchläuft, kriegt schön Damage. Ist jetzt auch 2 Sekunden länger. Jetzt kriegt sie wieder ihren Ausraster da am Boden. Gra, gra. Gra, gra. Das wäre jetzt geil, wenn irgendwie ein Tank die umhauen könnte oder halt... Macht die da immer? Den Ports da? Oh, jetzt kriege ich auf die Nuss. Hat nur noch 14%, sehr schön, 13. Jetzt kriegt sie ordentlich eine rein. 49% haben wir noch und sind irgendwie verwundet und kriegen Schaden over time. Oh, wusste ich gar nicht, dass sie sowas kann. Wie oft will sie ihren Flügelschlag jetzt noch machen? Bis wir keine Lust mehr haben, oder was? So, 8%. Das sollte doch jetzt klappen. So, nachladen. 15 Minuten schon wieder auf der Uhr, das ist ja Wahnsinn. Ich komme gar nicht voran irgendwie.
Naja, doch schon ein bisschen Stufe 17 sind wir jetzt. Das ging jetzt schon eigentlich relativ flott, muss ich sagen. Gerade die letzten zwei Level, das ging schon gut. Und jetzt mit Stufe 17 ist natürlich auch wieder ein bisschen was mehr möglich, weil man kann weiterrennen und kann dann halt eben auch neue Monster besiegen. Ja, und hier haben wir das Memory-Fragment. Da sind irgendwelche Leute massiv angenockt. Heben wir natürlich mal auf, helfen denen auf die Beine. Der Alex Thorn. Und hier wird auch aufgehoben, sehr schön. Das gefällt mir auch gut, dass da immer aufgehoben wird. Könnt ihr auch ein bisschen anders laufen. Wir heilen uns gerade an der Pflanze hoch. Oder zumindest mal ein Stück weit. Buff-Food habe ich, oder Essen habe ich ja keins mehr dabei. Habe ich ja verkauft. Ich bastel das dann immer, um es zu verkaufen. Das ist auch ganz clever. Also ich koche es, um es zu verkaufen. So, hier hätten wir die Achter-Quest irgendwas und noch eine Quest. Und hier wird es dann blau weitergehen. Das ist dann das mit dem Military Camp. Ich denke, das machen wir im nächsten Part. Die Achter-Quest war hier ums Eck, genau. Hier könnte ich auch meinen, oh Gott, Schakale ohne Ende. Meine guten alten Hundefreunde. Ja, hier könnte ich auch mein Blessing wechseln, wenn ich das denn wollte. Was geht hier ab? Ja. Hidden Village, was jetzt? Quest complete. Ich soll einfach nur hier hin, oder was? Das Depot, da sind die Schapibis, Schakibis, Schadingens. Wie auch immer. So, hier gibt es noch Pflanzen, an denen ich mich hochheilen kann. Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen angelockt, die Pflanzen. Jetzt bin ich hier der Botaniker. Aber jo, ich bleibe bei meinem Urteil. Es macht immer noch richtig Fun. Ist für Streamen, denke ich mal, auch super geil geeignet. Oder die Dungeons dann durchballern. Vor allem, wenn man die Dungeons dann öfter machen kann, wird bestimmt interessant werden. Also wenn die wirklich unendlich oft zu machen sind, das wäre cool. So, da hinten ist noch irgendeine Quest. Was willen die von mir? So, die Achter-Quest sozusagen. Die ist noch hier irgendwo oder hier sind noch neue Quests. Wurde das jetzt angezeigt? Ah ne, Quatsch, das ist auch eine neue. Die Achter hatten wir schon erledigt. So, Scholar, Ferrante, was ist los? Du versuchst irgendwas zu versuchen. Okay, right. Das versuchen wir jetzt auch. Wir gehen hier rein. Was muss ich machen? 4 Quest, 4 LB-Dingens, 4 Find a Sober Shakibi soll man finden. Okay. Wer von euch ist ein Sober Shakibi? Oder was auch immer. Ist das überhaupt richtig ausgesprochen? Shabiki. Ja, irgend sowas halt. So, du bist ein Shoba Shakibi, Shabibi. Hast auf jeden Fall einen schönen Helm an, Alter. Das schwebt, ey. Das ist nicht wahr. Mein Gott, ey. Ist doch wirklich nicht wahr. Hat der einen Helm an, der Typ? Der Chief Pacto. So, war's das? Quest completed, wieder 24.000 XP gemacht. Das geht schon ruckzuck. Die Krokodile, wo man eigentlich hier gut farmen kann, da kriege ich auch immer so 1500 oder so irgendwas. Also sind gerade mal so 10, 20, die ich mir damit spare, wenn ich hier 2 Meter weiter vor und 2 Meter zurück gehe. Das ist schon nicht schlecht. So, ich kann es versuchen, Scholar. Wir können uns mit denen weiter anfreunden. Ich denke mal, das ist so eure Mission hier, oder? Hier ist auch eine schöne Stelle, um ein bisschen Gras gut zu machen, sage ich mal. Ask the Chief, mache ich natürlich. Und jetzt wird er irgendwann sauer, ne? Jetzt irgendwann sagt er, ey, du gehst mir jetzt ein bisschen auf den Sack. Immer mit deinem Reingelaufe hier und willst irgendwas von mir. Ist natürlich nervig. So. So, Sternenmann, was ist los? Pacto. Können wir vielleicht einen Pakt schließen? Ist das vielleicht drin? Und irgendwelche geilen Drinks, die wir uns dann reinziehen können zusammen. Wäre doch echt cool. Entspannter Abend oder sowas. Warum denn nicht? Wäre doch ganz coole Sache. Quest completed. Jo, das war's, oder? Und nochmal 26.000. Das sind dann 50. Ich sag mal so, wenn ich 1000 ungefähr bekomme, sind es halt 50 Gegner, die ich mir dadurch jetzt spare, umzulegen. Also wenn man da ein bisschen auf die Quests achtet und die dementsprechend halt macht, kann man eigentlich ganz gut aufsteigen. Ist die Frage, ob es irgendwann so eine Questlücke wirklich kommt. Es wurde oft gesagt, dass er bei Stufe 18 und so kommt. Ich habe eigentlich schon viel vorgefarmt, wie ihr vielleicht auch seht. Ja, ich bin ja schon einiges drüber von den Leveln her. Wir hätten auch noch ein, zwei Gebiete, wo wir hin könnten. Also mit so Löwen und so einem Kram ist noch hier in der Nähe. Ich glaube, das war hier irgendwo. Hier könnte man noch hin. Oder war das hier unten drunter sogar? Hier, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr genau. Hier wäre noch eine Quest. Es wird auf jeden Fall, oder hier war das, glaube ich. Ich glaube sogar hier unten. Da sind noch 18er und die Knoll-Wastes. Da geht es auch noch ab und so. Da kann man auch noch was machen. Hier wäre auf jeden Fall noch eine Quest, wo noch irgendwas zu machen ist oder wo es weitergeht. Ja, im nächsten Part werden wir dann hier zum Nevaran Military Camp gehen.
Freue ich mich schon drauf. Gucken mal, ob es noch weitergeht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Server down gehen. Macht auf jeden Fall immer noch richtig Laune. Macht richtig Spaß, das Game. Ich freue mich tierisch auf den Release. Bin mal gespannt, wie es denn so wird. Und ja, freue mich auch, wenn ihr dabei seid, wenn wir eine Gilde machen können. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, guckt in die Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen. Habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, bis dann. Ciao.